Monster Party. Aber ich glaube, er hat irgendwie alle infiziert mit dem Zombie-Virus. Da, machen wir Folgendes. Ja, das geht auch. Da. Stecken wir uns hinter. So. Nein! Egal, noch eins. Da. Ist sicher? Nimm das, Hippie! High five! Danke! Danke! Ah, high five! Ah, was? Nein! Five! Fiebel! Ah, nein! Ah, yeah, ich geb dir 5. Wie geil war das denn? Ah, geil, sehr geil. Jetzt habe ich aber echt tatsächlich Bock, auf den Friedhof zu gehen. Aber der Stein hier will auch noch was. Sieh an. Hätte ich ja fast übersehen. Ich hätte jetzt den Rucksack-Touristen. Ja, hier im Wald. Bitte. Grabis Gruft, da gehen wir doch sofort mal rein. Das finde ich klasse. Ich weiß, wir haben letzte Folge aufgehört mit Piraten. Da will ich auch unbedingt hin, aber ich will hier nichts auslassen. Oh. Cool. Das passt doch. Hier kann man bestimmt eine Menge Unsinn machen. Dieser Sarg ruft Dinge ins Leben. Ja, und jetzt? Schwarzer Sarg. Hat nicht geholfen. Dreck! Gib mir Dreck. Ja, Sondermüll. Also. Jetzt ruft er tatsächlich was ins Leben. Ah, komm. Müssen wir natürlich jetzt noch verscharren, den ganzen Mist. Ah. Saft lecker. Wie viel frisst du gerade den? Du kämpfst gerade. Das ist überhaupt kein Sinn. Nein, aua. Der Sondermüll. Ich glaube, der Vogel leidet unter der Verschmutzung. Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe keine Ahnung, was der hier von mir will, was ich mit dem Sarg machen soll. So, ist ja gelb. Und? Ist mir egal, mal was anderes. Oh. Geister. Etwas zum Spielen. Ja, Ball? Geisterhafter Fußball? Oh! Okay. Komm, spiel mit uns. Oh, das sind sogar auch seine Brüder. Wer hätte es gedacht? Meine Güte, was sein Vater wohl so getrieben hat damals in seiner Zeit, ha? Huh? Kannst du dein Spiegelbild sehen? Oh, was, ja. Gewässer.
Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Putze. Pfütze, nee. Putze ist ja auch so abwertend. Wie wäre es mit Putzfrau oder... Mach mal sauber. Noch einer von seinen Brüdern. Wer ist das? Doppelgänger? Der hat ja auch so ein Notizbuch. Quakender Valentin. Oh, scheiße. Der hat auch die Macht, die ich besitze. Oh mein Gott! Ah! Oh, da liegen Organe im Keller. Ist ja widerlich. Befreie mich vom Bösen. Geläutert. Geklauter. Ja, aber mach ihn mal jetzt zum Superpriester. Hallo, jetzt bist du ein Superpriester. Ich hab dir die Flügel geklaut. Adjektiv. So, da siehst du das Böse. Konfrontiere das Böse. Ja, so machen wir das. Na, kannst du dich jetzt immer noch nicht gegen das Böse wehren? Ach, scheiße. Dann nimm dies, die heilige Handgranate. Yay! Alright. Feiern wir eine Party. Mozart. Du persönlich? Ja, er kann sich kaum zurückhalten. Ich will zum Klavier, lass mich! Untoter. Geil, Zombie-Mozart. Na. Yeah! Monster-Party. Aber ich glaube, er hat irgendwie alle infiziert mit dem Zombie-Virus. Ich finde das gut trotzdem. Vor allem hier der Werwolf. Der groovt schön ab in der Ecke. Oh, ich bin auch untot. Was für ein Plot-Twist. Das ist eine coole Party. Was braucht eine Untoten-Party natürlich? Nein! Gigantisches Gehirn. Yay! Jetzt bin ich natürlich selber untot, das wollen wir mal eben ändern. Verdächtiger Untoter. Tja. Ha! Ihr könnt mir nichts, was ist hinter mir? Ausgedehnte, rostige Rüstung. Wie was? Verstehe nicht. Mini. So. Geheime Passage. Was ist das hier? Zauberbuch. Hä? Magisches Stundenglas. Ist das jetzt hier ein Rätsel oder was? Ich will fürchteinflößender sein, ja klar. Oh, die süße Spinne. Da muss man natürlich sofort helfen. Aber erstmal hier die Geheimpassage entlang. Oh, das ist hier so eine... Ah! Der will ja gar nichts von mir.